Guten Abend am Apart Spezial. Am höchst problematischen Bommelier Dossier gab es vor kurzem einen neuen Moment, an dem der dämonische, charismatische Chef von der Brigade Mobil Ben Geiben vom Parquet auf die Lust von den potenziellen Täter, Mottäter oder Komplizen von den Bombenattentaten gesagt und an den Untersuchungsrichter verwiesen gab. An der Zwischenzeit hat der Verteidiger vom ugeklauten Marc Scheer den Advokat Gaston Vogel an einem 34 Seiten langen Rapport um Online-Site Guy Kaiser Stellung bezogen. Mit seiner Analyse über den aktuellen Dossier Bommelier hält er kein Blatt für den Mund und weist an Sachen Täterschaft voll ab, damit. Der Marc Thoma hat sich am gestern Folge getroffen, für gewohnt zu gehen, ob was sich ein Advokat aus einem 34 Seiten langen Papier um Site gikaiser.lu schreibt. Geschichte Bommelier. Die hat hier vor kurzem ein paar Bayer rausgebracht, 34 Seiten. Und die also beim G. Kaiser online publiziert gehen, kann ich das als schon ein Mini-Plädoyer von euch angesehen als Sache Bommelier? Nein, das ist der Punkt gemacht in einem Prozess, dem man Demangeaison gezeigt hat, dass ich dran bin. Und der Prokureur d'État hat hier alle den Punkt gemacht, da war es in der Defense, das auch zu machen. Und endlich der Opinion publique alle Elemente auf den Tisch zu legen. Die gruseligsten Elemente vom Dossier, dass sie eine Ahnung haben von dem Quatsch, den er 177 Mal über die Bühne gegangen ist. 177 Mal für nicht. Dann haben wir, denke ich, gesagt, der Prozess hat noch nicht davon angefangen gehen, weil die Elemente principaux gefehlt. Was sind die Elemente principaux? An den 177 Sitzungen, die da ja gemacht sind, meisterhaft von der Präsidentin, die nun wirklich gut neigt, wie die letzte Woche immer so an den Tisch gekämpft wird. Das neigt an den Tisch gekämpft. All Frauen, die gestalt sind, hat die Person gestalt, an sie als der Wiedergang, ohne irgendein Problem. Dafür die Theorie von dem Tisch, da geht es nicht an den Prozess. Gehen wir drin, wir gehen nicht während 177 Sitzungen. Ne? Bon. Während den 177 Sitzungen sitzen auf der Bank zwei Leute. Ein Observateur objektiv, der an der Saal rankommt. Und er hat gesagt, wo sitzen die zwei dann, die akkusiert sind? Den hat sie nicht gefunden, weil 177 Sitzungen hast du nicht von ihnen geschwärmt. Ne? Sie sind da, aber sie sind absent. Für was sind sie absent? Ich habe rien an dir. Rien. Aber zwei Leute, die kommen, die haben essentielle Sachen gesagt. An der 88. Sitzung ist der Frank gefallen. Da könnte Klein, Juge d'Instruction, das behauptet nicht, war er von ihnen beste Magistrat. Der früheren Juge d'Instruction. Früheren Juge d'Instruction. Ein exzellenter Magistrat. Sec. Nicht ganz sympathisch, mit muss ich auch nicht sympathisch sein, aber ich bin auch nicht sympathisch. Ne? Und ich gebe mir viel mehr für ihn zu sehen. Also das ist gut, ihre Brust, den ich zum Klein mache. Klein war ein fantastisch guter Mann, den nicht links und nicht rechts gehört. Fazit. Ich bin am Redenstuhl gelassen, die ganze Zeit als Untersuchungsrichter an der Affäre. Am Redenstuhl gelassen. Aber für weil das eine Staatsaffäre, die nicht darf abgeklärt gehen. Das sieht dann an der 88. Sitzung. Das ist extrem grav. Extrem grav. Dann haben wir als Défense der Prokureur General, Biver, den derzeit Prokureur d'État war, kommen los mit du als Prokureur General, den hat so ein komisches Rendezvous mit dem Geiben irgendwo auf der Musel bei einem von den Enquêteuren. Und zu wissen, für was das denn da der Geiben besichtigt wird, haben wir eine Sitzung gerufen. Und die Präsidentin wird kommen lassen. Ich finde das extrem appreciiert. Du hast den Prokureur General kommen, das ist natürlich nicht in der Ehe, die hat ihn nicht. Aber du hast gesagt, wir müssen ganz übersichern, für die Responsable zu fahren. Wir sind dann die ganz übersichern. Aber wo sitzen sie auf der Bank? Wo sitzen sie auf der Bank? Auf der Bank sitzen zwei Leute. Ne? Die heißen X und Y, die sitzen da. Scheer und Wilmes. Scheer und Wilmes behaupten, wir sie nicht reprochieren. So, lo, hol nicht un.
mais uniquement pour les besoins de la discussion. Uniquement pour les besoins de la discussion. Dass die zwei Leute Exekutoren gewischt werden. Da wären sie Exekutoren gewischt von einer großen Affäre, die eine große Logistik gebraucht hat. Weil 20 Attentate machen, das wisst ihr nicht aus dem Zug. Ne? Da muss ein Organisator wie war das? Wo ist die Scheiß organisiert? Von wem ist organisiert? Auf welchem Niveau? Wie hat der Exekutant designiert? Wie hat der Schwach von der Siebel gemacht? Wie hat der Schwach von den Explosiven gemacht? Wie war a la tête von der Sache? Aber wie war a la tête von der Tête? Mhm. Weil du gehst nach einer Tête am Drohnen. Wo sind die Leute im Bon d'Accusation? Nulle part. Mais sie fuhren weiter, 177, mit zwei Leuten, die überhaupt nicht da waren, 177, kämen schwätzt von mir. Da kommen zwei ganz große Magistrale und so, muss ich viel mehr gucken, da finden sie. Dann die General, da setzt du Bank. Ihr wisst ja, da wird das. Dann auf Bank, Mathe. Und da, das steht da im Prozess ganz fürchterlich aus, und das ist der Prozess idiotisch. Total idiotisch, weil die letzten Irrsel kann sich nicht vorstellen, dass den einen oder den anderen ein Interesse personell hätte können, für Attentate zu machen. Mich saudum geht es schon nicht. Aber die Hypokrisie, die Mangel und Honnete intellektuell, für zwei Leute dauernd zu scheißen zu dienen, mit Sachen, die sind gemacht und an die, wo sie wissen, dass sie waren, die sind zu daheim, bei der Küche, an der Küche, sich zu wärmen, auch ganz gemütlich nur zu gucken, was da mit den anderen geschieht. Da wird gesagt, was BM. Ja, BM. Brigade Mobil. Ich muss aufpassen, dass ich nicht BMW so, nicht wenn man BM, das ist ganz schnell bei dir. Brigade Mobil. Ne? Da wird gesagt, was Brigade Mobil. Ja. Exekutant. Das aber ein ganz großes Froh bei Brigade Mobil war. Es gibt gesagt, was Brigade Mobil für Wert. Da gibt es Sophismen gemacht, so nennen in der Logik formell. X und Y sind Auteur présumé von Attentaten. Première Prämisse. Deuxième Prämisse, X und Y sind an der BM. Also waren BM die Attentaten gemacht. Wenn man so logisch denkt, dann kriegt er von einem Professor der Logik formell ein Null. Weil das ist ein totaler Falschschluss. Ich behaupte das nicht. Ich behaupte, dass an der BN verschiedene Leute eine Rolle kriegen von anderen Leuten und rekrutiert sie gehen. An einer ganz anderen Qualität wie die BN. BN selber als Institution hat nichts damit zu tun. Sie sind rekrutiert, die wahrscheinlich als Bra-Armee vom Stay Behind. Ich hätte das nie geguckt gehen, aber das muss ein für alle Mal geguckt gehen. Ein für alle Mal geguckt gehen, weil das nicht einfach für zu suchen, das wird BN. Wann es BN war, wie hat BN umgestellt? Das ist dann das Problem. Dann ist das, wir kommen immer auf das habe ich zurück. Wir kommen immer zurück auf Tracine Première. Wir war wert. Wo sind die, die das organisiert tun? Wenn es BN war, dann muss man ja an da drin rumfahren, an den Registern von der BN. Du hast ja alles geschrieben. Gehen. Wenn ein Polizist auf die Toilette geht, dann muss ich ja schon abschreiben, dass es 9:50 Uhr auf der Toilette. Alles schreiben sie ab. Ja? Die Register sind voller Details. Wo sind die Register von der Seite? Wo? Da habe ich mir oft vorgestellt, wie ist das mit dem Minister der Force Armee? Oder mit dem Minister in der Zeit, die wird die Polizei waren. Hast du eigentlich gesehen, eine Perquisition gemacht? Ein wenig mitzumachen? Nichts gemacht. Gut, nichts. Mehr wird mir aufgefallen. Ist. Und das ist meine Theorie. Ich meine, es geht von der BN geschwärt und sich fokalisiert auf zwei Leute, die an der BN waren oder Bohren oder Leute, für zu sagen, für BN. Das ist meiner Meinung nach ein Detournement d'attention, für von der Armee fortzukommen. Weil die Armee schenkt man ganz stark
an der Affäre involviert. Ganz schnell. Wir waren. Das absolut erste Attentat, das vom 30. Mai 1984. Zu Beidler. Zu Beidler. Was gesehen wir zu Beidler? Da gesehen wir Nötz, ein Kolonel von der Armee, den ist Brück, weil der Dauerfreund war von einem anderen Bursch. An den wird er gefordert von seinem Chauffeur auf die Platz, die jo, nur wirklich gut kennt, der General. Rigoros, rien. Er wird da hingefordert, mitten an der Nacht, an den Chauffeur, wie es könnte, für was frieren nicht. Da fragt der Chauffeur, Monsieur, wat, für was kommen wir hin? Ein Soldat friert nicht nur, ein Soldat mich. Punkt, fertig. Aber wenn ihr aber muss so und dann, wir präparieren hier ein Manöver. Ein paar Dichter noch hat geknüpft, du hast den Pilon hat geflogen. Was wären dann nicht zu gucken gegangen, ob der Krieg ging gut gehen, du weißt, ob es an der Reihe wären, Krieg, nachher ging es gut, weil ich ging, hast du das gucken gegangen. Was hast du dem Mann da hin gucken gegangen? Da kennt dabei etwas direkt Zweites. Ganz am Anfang, wie dunkel es gelernt war, du hast gesagt, von Gor, wir machen nur mal ein Licht von denen, die suspens sind an der Affäre. Und auf die Licht haben sie gesagt, in deuxième Position, die Armee. Das war ein Rapport am Januar 1985 oder so. Or, den Harpes, und die Armee, der Harpes war der Kommandant ne, von der Regierung, zack, gestrichen. Das war drin recht. Für was? Für was? Für nicht die Mutter ging das zu mir. Und hat nie eine Explikation gegeben. Was wissen wir? Nein, ich wusste. Da ging es ja mal wissen, dass gestrichen. Und da kennt er es, der hat mich hörtiert. Die ganze Zeit, wo ich meinen Prozess bin. Der Findel. Der Findel war bis an den September, der Attentat war der 9. November 1985. Und der Findel, der war immer kritisiert von der NATO. Die NATO hat ihn nicht okay gefunden, ne? Auf verschiedenen Plätzen. Ne? Mhm. Aber der Findel als Bewerkin von der Armee bis den 16. September 1985. Der Findel ist der strategische Platz von Lützburg, nicht Beifahrer, sondern der strategische Platz. Da wurde extrem neuralgisch. Auch den Tag waren schon 14 Attentate geschieht, das heißt, dann war schon eine totale Insekurität. Was geht die Leute um, den 16. September sich zurückzuziehen vom Findel? Für was? Vier war. Keiner hat nach darüber geantwortet. Aber der Prokurator-General hat gesagt, ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht, dass die das gemacht haben. Ich ne comprends pas. Ich verstehe das besser. Hier noch wahrscheinlich. Du warst der Findel frei, du warst ohne Kontrolle und ohne Surveillance und du hast geknüpft. Gehabt. Und das war gerade der Findel, wo er ein Client entre guillemets, entre Labyrinthe geworden ist, weil du in Zeit soll zwei Männer, mir Großen und mir Klängen, ja. Ihre Klient, gesehen, ihre Straßläufe, ja. Vier um Attentat. Ja. Dadurch sind sie ja. Zum Teil festgenommen. Ja, so und sie, ne? Das seht ihr in denen. Das ist bewiesen, mir das ändert nicht um mein Resonement. Ich komme zurück auf mein Resonement, das das erzählt. Das heißt, die Findel war eine Kontrolle von der Armee. Bis zum 16. September. Und dann zieht die Armee sich zurück. Wie wann sie wissen, wir müssen nur gehen, wie dass wir das proper machen. Wenn dann BN, muss man mal unholen, BN, wer da konzerniert, dann wissen wir ja nur, dass BN nicht geschafft hat, in proprio motu, mit anderen kollaboriert oder so. Das geht ja nach mir schlimm. Also, das
die ja verfinden als ein von denen Sachen, die man sieht, damit kann nicht einfach rauskommen. Dafür stelle ich zwei Fragen. Als ein Saisi an eine Perquisition gemacht hat, am Minister der Forces Armées? Nein. Als ein Perquisition ein Saisi gemacht hat, an der Fort bei Ihnen selber? Nein. Das ist also alles gemacht, für nichts zu wissen. Wo ist der Rapport vom 16. September 1985, wo sie sich erlauben, fortzugehen auf einem Platz, die hat man in Vraljigas. Was schreibt er in dem Rapport? An dem Rapport hat ein Kirema gesagt, das war nicht zu geleben, es geht nur durch mit den Soldaten, im Finden soll man auf den Drill Square gehen. Formidabel, ne? An einem Moment, wo das Land in total Insecurität war. Das ist für mich die ganz große Geschichte. Was weiß der Minister der Forces Armées? Auf ihr wart nie eine Perquisition gemacht, als Kind. Auf ihr wart nie ein Rapport Brück geguckt, als Kind. Zum Beispiel, der Rapport der Brück hat ja bestimmt den Rapport gemacht, das ist noch bald vorgegangen. Er muss sich justifizieren, für was der Benzin verbraucht, zum Beispiel, au Detriment von den Contribuables. Also, ich habe mich von allem Rapport gefragt. Wo ist der Rapport von Brück? Ich war bald vorgegangen. Das sind die Sachen. Und dann geht es nun wirklich ganz bizarr. Den Minister der Forces Armées, soweit ich weiß, das Minister der Forces Armées, hat den 2. Oktober 1985, du warst schon viel geschehen, oh, schon enorm viel geschehen, hat dann decidiert, so, l'on animiert einen Enquêteur für die Affäre. Und ihr den Lum schon her von dem Enquêteur. 177 Sitzungen ist nicht abgetaucht. Bis nach Haut kein Mensch, wie das da soll gewesen sein. Das ist ein Enquêteur genannt, der nie geschafft hat. Und dann kann der Besanisch, das hat mich auch immer extrem gesteuert, dass den 16. Februar 1973 aus dem Land Comité permanent de sécurité gegründet. Und der Comité permanent de sécurité hat gegründet, für sich mit dem Terrorismus zu beschäftigen. Und der Comité de sécurité hat zusammengekommen und nie von den Attentaten geschwommen. Und er hat ein Programm nie Attentaten geschwommen. Und dann hat der Herr Elsen gehört an der Sitzung, der Elsen war ein hier Funktionär, die sagt, jo, wir sind nicht zusammengekommen mit denen Attentaten, weil wir bekümmern uns nicht mehr um den Terrorismus international. Natürlich die Verbannen, den sie. Das sind Sachen. Was ist Griff? Erklärt den, ob ihr da weiterführt, immer Zeit, Rosen zu machen. Das sind Sachen. Und solange wir den nicht aufgeklärt sind, sind wir an einem Prozess Kafkaia. Wir sind an einem Prozess der Merde. Weil den ihr seht, man muss ganz hinsch gucken, für die richtig zu fangen. Den anderen sehen, das ist eine Staatsaffäre, die nicht aufgeklärt gibt. Und dann sehen wir eine Regierung, die gar keine Emotionen hat, wenn die Attentate sind. Wir sehen ein Komitee, die permanente Sicherheit, die nicht schafft, die nicht zusammenkommt. Wir sehen eine Armee, die am meisten Attentat dran ist. Und wir konstatieren, nirgends geht etwas in der Hall. Und dann gibt es zwei Plumpisten. Oh, merde jetzt. Oh, das ist nicht Sitzungen. Das ist nicht möglich. Und das ist nicht Ding für eine Justiz. Punkt. Lo komm nicht zu dem Allerschlimmsten. Du hast ganz schrecklich. Mir hat heißt, das Resultat von der Sache. Nur 177 Sitzungen. Oder mit dann den 177 Sitzungen seht, à un moment donné, Präsidentin vom Tribunal, hat das alles schief gelaufen. Weil doch nicht mehr konnte schief laufen, muss ich unruhig sitzen, dass es gewollt war. Das ist an der Mund von einer Präsidentin von einem Tribunal schon ein ganz osiert Affirmation, die hat das nicht temerärement gemacht. Das war ihre Konviktion intim, nachdem sie nicht mehr liegen haben, wie uns die Stunde. Die haben es gesagt. Na? So, was ist geschieht? Punkt 1.
nur dem letzten Attentat. Das war der Warner. Kolonel Warner? Ja. Und danach bist du deklariert. So, das ist das letzte Attentat. Interessant. Wo wusst denn das? Wie kommt denn dazu zu sagen, wer das letzte Attentat? Wir waren sein generöser Informateur. Weißt du das? Nein. Die war zu der ganzen Zeit, das ist ihm dabei. Und da hier abzeichnen dürfen. Nein. Nein, 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 da waren nach mir. Ja. Da waren dann nach mir Leute, die gesucht wurden, das River ja. Können kommen. Ja, aber hier war formell. Das, ja, das, ein Ruch. Ja, ja, der Punkt, das ist klar. So, da kommt der zweite Punkt. Wir hatten zwischen 92 und 98 eine Serie Untersuchungsrichtung. Die haben während der ganzen Zeit striktement nichts gemacht. Striktement nichts gemacht. Das sind 7 Jahre lang, an die sie ganz nah bei den Attentaten gewesen, wo wirklich ein bisschen eine Enquete diligentiert hat. Aber so, na, während den 7 Jahren alles profitiert, alles zugesagt, wird zu einem Resultat kommen. Nicht! Nicht ein einziger hat das gemacht. Die gehören zu so unseren Leute Kunden gesagt, ja, den hat just nur sich gefreut, wenn er kommt fotografieren. Gehören zwar den ersten Untersuchungsrichter an der Affäre. Ja, überhaupt das gemacht. Gar nicht. Den André Lutchen hat das gemacht. Der hat keinen das gemacht. Kein. Den einzigen, der das gemacht hat, war der Kleine. Den hat für sich das zu machen. War das dem Kleinen geschieht? Und das ist ja aber etwas. Das ist ja der Planet geworden. Für den Moos, für den Moos, den Trotteltum vom Letzebäuer Land. Den Trotteltum. Den Hauptenquêteur, diese Visco, den mit der Enquete penal chargiert war, der sieht zwei Sachen. Ich weiß, wie nicht war. Stell dir hier, ich weiß, wie nicht war. Aber ich soll keinen Bescheid. Hier, also geht er, weiß Bescheid, aber ich soll keinen Bescheid. Schon da hat man dann gedacht, so gut meine Frage, das nicht gewusst. Punkt 1. Ah, da hat sie noch getan, nicht? Da hat sie Genuss. Da könnte Punkt 2, das ist die Schönste. Meint Fünschlut? Ja, da geht er bei der Kleinen. Ein formidabler intellektueller Magistrat, mit einer Wünschelrute. Du gehst mit einer Wünschelrute über die Wiesen, um zu gucken, ob 100 Meter tief Wasser. Ihr könnt, also ihr da legen wir eine Karte auf dem Tisch, und da gucken wir mit der Wünschelrute, wo der Autor von den Attentaten sitzt. Wie schlimm geht es da nicht? Hat denn diese Wiskur ein Pen disziplinär? Nein. Ihr requiescat in Pazze. Von länger. Buh. Oh, wo geht es denn auf dem Planeten nach? So Arschereien zu fahren. Wo geht es denn? Da kennt Spurensicherung. Für ein Fachs. So und so fort. Alle gut. Für ein, für nimmer gewurscht. Da sind von verschiedenen Leuten, die suspekt waren, Porträt-Robot gemacht. Die sind ja gemacht, für ausgehängt zu gehen, für das Leute zu sagen, ah, ja, den du gleich. Verhungern sie bei den Flicken im Büro. Nein, sonst. Formidabel, ne? Da kennt ein Radio. Der Radio von der Gendarmerie kommt gelauscht von Nahport. Wir haben kein Problem. Gut, okay. Dann etwas anderes, was ja auch extrem ist. Ne? Der Stall, den immer, wo sie immer gesagt haben, der war da. Der war ganz klar dran. Der Schussstall aus der Brigade Mobil? Ja, der Schussstall aus der Brigade Mobil war an der Brigade Mobil, war nicht an der Brigade Mobil, vier Brigade Mobil Taten gemacht und das rekrutiert die von einem anderen. Ich wiederhole nachher, was die am Anfang gesagt hat, Brigade Mobil geht einfach dahinter gesagt, pour détourner l'attention vers autre chose. Voilà. Ich komme nicht mehr darüber zurück. Und das, ja, wir wissen das. Das ist, der Geibe war auch an der Brigade Mobil. Von der, für was ist der Geibe vorgegangen? Eine Zeit für drin, für was?
Für was? Schwest, für du nicht dort ein Tattoo gefallen. Ja, für was? 84. Für was? Für pour avoir les coudées franches. Das beweist mir, wie falsch das am Sophisme BN war das. Soweit den ersten Teil aus einem langen Interview mit dem Verteidiger vom Ugeklotten Marc Scheer, dem Gaston Vogel. Heute danach stand den zweiten Teil, an dem der Doyen von den Lützebäuer Affekoten versichte Null weiter an Sachen Täterschaft von Armee als der Behind anzuschlagen. Bleiben wir aber nach einem Moment beim Anfang von der Bombenserie, die den 30. Mai am Raum Beidlerbruch angefangen hat. Der Marc Thomas und der Nico Graf haben nun Stopp vom Bombenlehrprozess eine wichtige Zeile getroffen. Et als dat der Schofer vom demolischen Armeechef, dem Kolonel Brück, den zu Bruch Beidler, grad den Zöschedelmast zweimal inspiziert hat, den du noch gesprengt ginnas. Als ich mal auf der erste Platz, wo den erste Porto gesprengt ginnas, respektive versuchsweise gesprengt ginnas, und dat hecht an der Lötchen zu Bruch, geht immer an der Zeitung behauptet, dat zu Beidweiler war, das ist auch nicht richtig, dat du mit Feuer auf den Porto. Das ist der Gespräch. Wie ist das gegangen mit Herrn Brück? Ich habe eine taktische Reconnaissance gemacht. Und damals hat noch kein darüber gedacht, dass das etwas könnte man nicht zu dienen. Das ist ein Nutzfahrt gewesen, ein taktisches Nutzfahrt. Auch am Blackout, das geht am militärischen sogenannten, dafür ist es nicht geliebt, sie wird Feldwehr. Am Ellen da, wenn ich das für dich geguckt habe, das war es. Ich habe noch gesagt, ich durfte keine mehr Person davon, ich habe nicht darüber gesprochen. Und ich weiß auch nicht mehr, heute da ist, ob jemand ein Feuer der Rüte geschrieben hat. Und jener Feier in dem Hohlweg da in der Weg gewesen? Ja, ja, ja. Alle gute Feldwehr, hier und drin. Das ist die Enceinte, die hört plus oder minus 10 Kilometer, kann man sagen. Das geht bis auf Pylonen, der hält Pylonen von Beidweiler. Die Lorana, die es hier gesehen hat. Und das war es. Und du wieder verstopft hast, du ein Platzgesicht, wie hast du das erzählt? Hat. Das war einfach der Weg. Das war plus oder minus Zufall. Es sind von Bruch mit dem innersten Weg rausgekommen und dort gesagt, er muss alle haben. Und das habe ich schon ein bisschen griechisch ausgesagt. Das war die, die ihn so immens interessiert hat, wo noch, ich gebe mal halt behaupten, eine halbe Stunde zu Fuß spazieren, dass er an die Plätze zugeguckt hat. Und das ist der Porto, den er noch gesprengt hat? Den Hanna, die ist den, wo ich drauf gucken, das ist der nächste. Das heißt, die sind jedenfalls mit dem Auto viel hin und her gefahren, an Nütz, das war auch komisch. Ein Nützfahrt fährt, an ein Dachfahrt. Und wie erklärt sich das Nütz, für was? Das einfach, Special Force ist, dass sie auch Nütz drauf gesprungen haben. Und die haben hier, und nach der Elzpotter, haben sich da ja viel besser gesehen, als die Spannseele. Meine Vermutung ist, dass das etwas dummer zu tun hat. Ja. Spannseele? Ja. Okay. Ja. Kommt die in der Spannseele? Ich habe das wieder an der Beam hängen. Nein, die sind sich besser teilweise. Ich meine, eh sogar ganz schwer. Emilie, die haben sich viermal verfangen an den Spannseele. Wir sind losgesehen 1984. Da waren noch unerklärlich, da weiß, waren zwei Kicken aus dem Kamion verschwunden. Die sind ja an der Karriere feit, sind die Rimpfand gehen, die geholfen sie für Dallen zu heben, für den Sprengstoff zu klauen. Ja. Bis dahin kann keiner eine Erklärung machen, wie die Kicken um Herbisch verschwunden sind. Wo Baggebracht war, ob ihnen sie mal rausgeholt hat, und das bis heute noch immer ein Rätsel. Ob sie nach Randen als Erwarten zu fangen sind, kann ich auch nicht sagen. Ne? Woher wisst ihr, dass es Militärkriege waren? Weil sie ja nur nicht mehr am Kamion schauen, und ich weiß, wie sie ausgesehen haben. Ne? Militärkamion? Ja, Militärkamion. Und die Kriege die haben sie am ausgefahrenen Zustand bis 2,5 Meter heben lassen. Und da muss sie einen Dall heben können? Damit kann ich einen Dall heben, weil die haben Kamion. Eng seit vier Hand in die ganz müssen heben, plus nur 3 Tonnen. Mit dem Kamion, ich bin mal erzählt, wie ist das gegangen, bin mal, wann sind wir dran? Wie? Also, wir sind losgegangen, respektive mein Kollegen, die haben noch, wie sie die Kamion aufgehen haben, und sie beim Aufgehen das Geschirr gezählt haben, den TR, der war nicht mehr da.
Du hast festgestellt, dass die dementsprechend geklaut sind. Die hat geklaut. Aber das konnte sie erklären, wie er war. Und du war das. Den Soldat, den der Kamion affektiert hat, den als haftbar gemerkt, in der für so kleinen Supinat-Belschen Betrag gefragt für die Sachen. Und du hat nie mehr in der beschwert. Und die hat die Krieg in der Kehr immer erkannt? Ich bin nicht schwer selber in meinem Bus so leihen. Ne? Nee, die hat es eigentlich in der Zeitung oder so. An der Revue oder Telegram hat es eigentlich immer gesehen, da ist er immer erkannt, dass die könnte sein. Ich lehne mich nicht fest, dass das die sind, aber mit größter Wahrscheinlichkeit. Weil am Telegram ist gesagt, wie sie schon geschrieben, dass die mit größter Wahrscheinlichkeit aus der Kaserne sind, die da entwendet gewähren. Vom problematischen Bommelier-Dossier river bei unserem Mitarbeiter Henri Fischbach, den als Haut mit an ein Land hält, was mehr als 2000 Kilometer von Lützeburg weg ist. Jetzt geht es für Rumänien. Mit Rumänien, aber besonders Karpaten, sind nicht mehr bekannt durch den Graf Dracula. Da sollen auch noch Leute finden, die einen Spruch schwätzen, die dem Lützeburgischen ganz ähnlich ist. Bilder wurden für 25 Jahre gefilmt, allerdings hat sich in Rumänien vieles verändert. Siebenbürgen oder auch nach Transsilvanien genannt, als den meisten bekannt durch den Graf Dracula. Den Dracula, auf Rumänisch Vlad den Dritten oder Draculae, gauf am Jahr 1431 zu Sigisoara geboren und als 1477 gestorben. Er war bekannt durch seine extrem Grausamkeit gegen das Osmanische Reich. Und dafür hat er noch den Beinum Zepesh gekriegt, weil er so viel heißt wie der Pfähler. Er hat seinen Feinden regelrecht abgepfählt. Bekannt wurde Vlad III. Durch den irischen Schriftsteller Bram Stoker, den der rumänische Graf für seine Romanfigur Dracula ausgewählt hat. Heute geht Schloss Bran, nur bei Kronstadt in Rumänien, den Touristen als Dracula-Schloss präsentiert. Es muss aber gesagt gehen, dass der Graf Dracula wahrscheinlich nie an dem Schloss gelebt hat. Übrigens heißt Drac am Rumänischen den Teufel. An Transsilvanien, Matzen an den Karpaten, mehr als 2000 Kilometer von Lützeburg weg, wohnen aber auch die sogenannten Siebenbürger Sachsen. Gemeinsam hat Lützeburg Huse, dass hier Vierfahrer für über 900 Jahre aus Lützeburg, von Trier, Koblenz, Köln, aber auch aus Wallonien und Siebenbürgen ausgewandert sind. Sie schwätzen einen Spruch, der also ähnlich ist, und sie haben zudem eine Reihe ursprünglich Lützeburger Traditionen beibehalten. Es war der ungarische König Geza II., den am Jahr 1141 Leute aus unserer Gegend in Rumänien gerufen hat, für dass sie sich hier als Handwerker und Bauern niederlassen konnten. Die meisten Siebenbürger Sachsen sind mittlerweile in Deutschland ausgewandert. Und die wenig, die in Rumänien geblieben sind, offiziell geht jetzt für knapp 15.000, sind nicht einfach. Das ist ganz verschmutzt, das sehen wir auch im Fernsehen. Und hier auf dem Dorf haben sie jetzt das Vermögen aufgeteilt und den Bauern wieder. Und jetzt zanken sich Brüder mit Brüdern um das Vermögen und es geht immer schlechter. Jetzt habe ich noch meine Mutter, 4 Kinder habe ich gehabt und die Frau sind alle nach Deutschland. Ich bin hier geblieben, denn wenn ich nach Deutschland muss ich noch arbeiten bis auf 65 Jahre. Aber jetzt mit 55 bin ich in die Rente gegangen und habe mein Haus, ich bezahle keine Miete. Wohne in meinem Haus und fühle mich sehr gut. Es ist jetzt alles ist teuer, aber es geht schon. Ich habe einen kleinen Garten, eine Kartoffel habe ich, eine Möhre habe ich, einen Zwiebel habe ich, die kaufe ich nicht alles. Und so geht es schon. Ein paar Leute kriegen wir auch. Trotzdem, jetzt haben wir viele Kneipen gebaut, Magazine Mixte heißt man sie hier. Und wir kriegen viele ausländische Waren, nur braucht man Geld. Geld schreit die Welt. Und unser Geld ist sehr wertvoll, wie Sie wissen. Ohne Wert. Rund 20 Jahren, bin ich nach Großpold als evangelischer Pfarrer dieser Gemeinde gewählt worden. Damals zählte die Gemeinde noch rund 1500 Seelen. In den Jahren danach
ist die Gemeinde eigentlich nur wenig geschrumpft. Es gab noch verhältnismäßig viele Taufen damals, etwa 30 Taufen im Jahr. Es gab eine Reihe von Trauungen. Die Beerdigungen waren eigentlich immer kleiner als die Zahl der Getauften und der Neugeborenen. Es fing dann auch hier in Großbold an, dass die Leute Ausreisefieber bekamen, und gerade in den letzten Jahren vor der Wende sind dann eine Reihe ausgewandert. Einige auch schwarz über die Grenze gegangen, gerade kurz vor der Wende. Und dann im Jahr 90, also kurz nach der Wende, in dem Jahr nach der Wende, da hat die Gemeinde in dem einen Jahr über 600 Gemeindeglieder verloren. Mehr als die Hälfte, denn damals zählte die Gemeinde noch etwa 1200 Seelen. Die meisten, die damals weggegangen sind, das waren Jugendliche und Jungverheiratete. Später sind dann deren Eltern oder auch Geschwister noch nachgezogen, sodass jetzt im Moment wir noch über 100 Seelen, über 100 Gemeindeglieder in Großbold haben. Und das sind meistens alte Leute über 60 Jahre. Und damit eben im Zusammenhang die Einsamkeit. Es gibt hier keine Nachbarn mehr. Früher, das Nachbarschaftswesen war ja hier sehr ausgeprägt. Aber nun gibt es Straßen, Gassen, in denen vielleicht noch zwei oder drei Menschen wohnen. Da gibt es 10 oder 15 Häuser links und rechts, da wohnt niemand mehr, so dass die Leute vereinsamt sind. Ja, überall in unseren Gemeinden gab es das Nachbarschaftswesen. Alle Nachbarn, die sind in Freude und Leid, sind sie einander beigestanden. Hochzeiten, auch Beerdigungen, die wurden gemeinsam begangen. Viele Siebenbürger Sachsen wissen allerdings nicht mehr, dass sie Vierfahrer von Lützburg gekommen sind. An einem historischen Sinn müssen sie noch von Franken schwätzen, weil Siebenbürger Sachsen eigentlich aus den Erzbistümern Trier, Köln und Lützburg stammen. Verwandten habe ich keine mehr, sind alle in Deutschland. Ja, die zwei Jungen sind in Deutschland und ich bin hier. Die wollten mich auch, aber ich hatte genug mit 5 Jahren Russland. Und so wollte ich nicht weg von zu Hause. Fühlen Sie sich denn nicht zu alleine, verlassen oder? Nein, bis noch nicht. Aber die Zeit wird schon kommen, dass man nicht mehr kann und krank ist. Das bin ich noch nicht, nur Altersschwäche oder wie soll ich gut sagen. Es ist schon einsam allein, aber es muss gehen. Was soll man machen? Die Kinder sind alle mit Familie, sie sind schon alle groß, sind schon alle über 50 Jahre. Und ich bin noch immer da. Und mein Mann ist in Deutschland gestorben, er war bei der deutschen Armee. Und die Kinder waren hier 5 Jahre ohne mich. Ich in Russland, da können Sie sich vorstellen, was für ein Leben das ist. Jetzt hat man keine Lust und keine Kraft mehr in diesem Alter. Aber Gott sei Dank, es geht schon noch mit der Rente, was man kriegt. Man würde ja nicht auskommen. Es ist ja zu wenig wegen der großen Teuerung. Aber man hofft, es wird nicht immer so sein. Es war nicht immer so. Es waren noch gute Zeiten. Und vielleicht kommen sie nur, wir Alten werden das nicht mehr erleben. Das Ganze hier oben, was Sie schauen, war nur Sachsen. Ich kann die Zahlen nicht bestimmen, ich würde sie irgend aufgeschrieben haben, aber ich vergesse jetzt, ich bin jetzt auch in dem Alter, dass ich vergessen tue. Aber es war ein schönes Leben, einmal. Jetzt, was soll man noch sagen, die Jungen haben sich alle nach Deutschland, da haben sie auch alle angefangen mit Wirtschaft und die Kinder dort verheiraten.
Es werden noch manche zurückkommen. Es sind noch Häuser, welche nicht verkauft haben und nicht besetzt haben. Und sie haben noch nicht, sie sind jetzt in Urlaub und renovieren alles. Die, welche schon auch weg sind, haben sie vielleicht die Gedanken, nach Hause zu kommen, das wird man nicht erfahren. Jeder schweigt und arbeitet nach seinem Kopf, nicht wahr? Es kommt mir nicht wegzuziehen. Und wie mein Sohn auch sagt, Mutter, wir sind dort nicht zu Hause, wir sind hier nicht zu Hause. Ja. Sächsisch gibt es eben nicht alles nur in Deutsch. Sie schauen ja, jeder Spruch ist in Deutsch geschrieben. Und so, was soll ich sagen, ist Sächsisch? Na, was kann ich sagen? Als Kirch ist sehr berühmt. Und es kann viel Fremde, als die Ausländer, sie besichtigen. Als Kirche sie überhebt und besichtigt. Und viel, viel, viel Ausländer kommen und besichtigt. Und in jede Kirche wird da reingemacht, am Reing, am der Kirche. Nicht nur mit Spruch, mir auch an den Traditionen von man nach Ähnlichkeiten mit Lützeburg, an dat, ob schon Siebenbürger Sachsen bei 900 Jahren von Lützeburg isoliert und viele Fremen Afflüsse ausgesetzt waren. Zeit ist in Rumänien sozusagen stehen geblieben und viele Leute leben noch exklusiv von der Landwirtschaft. Trachter gehen sehr wenig und Kei und Dachse müssen noch immer die schweren Lasten ziehen. Ich lebe seit 1965 in Birtelm und habe vor 10 Jahren in Mediasch gearbeitet, in einer Schuhfabrik, und jetzt bin ich hier im Hotel angestellt, als Putzfrau. Sie fühlen sich wohl hier oder möchten Sie lieber nach Deutschland aus? Sondern es erstaunt mich ein bisschen, dass Sie als eine der wenigen Sachsen noch hier wohnen. Weshalb sind Sie geblieben? Weshalb sind Sie nicht nach Deutschland gegangen? Ja, ich fühle mich wohl in Birtelm. Es ist mein Heimatort und auswandern weiß ich noch nicht, ob ich das möchte, denn ich bin mit meinem Vater und er ist in einem schwierigen Alter. Dann kriegt er da keine Arbeit mehr. Sie haben noch Verwandte hier? Nein, Verwandte habe ich keine mehr, die sind alle ausgesiedelt. Warum? Die hatten Kinder, die mussten in die Schule und da war keine Schule mehr vor 3 Jahren und so sind sie dann ausgewandert. Aber Sie möchten nicht auswandern? Vorläufig nicht. Der Stress aus dem Land in Rumänien nach quasi inexistent und die Leute holen sich noch viel Zeit für gemütliche Stunden mit den zu verbringen. Ein Bergmann, der nahm Abschied von seinem Töchterlein. Ade, mein liebes Madel, bald kehr ich wieder heim. Ade, mein liebes Madel, bald kehr ich wieder heim. Das Mädchen eilt zum Vater. Ach Vater, liebster Vater, geh heute nicht zu Schicht. Ich hab so schlecht geträumt, dass du verunglückt bist. Ich hab so schlecht geträumt, dass du verunglückt bist. Ach Tochter, liebste Tochter, warum soll ich nicht gehen? Ich geh seit 20 Jahren, mir ist noch nichts geschehen. Ich geh seit 20 Jahren, mir ist noch nichts geschehen. Die Abendglocke läutet, ein jeder kehrt nach Haus. Ein jeder geht vorüber, nur einer, der bleibt aus. Ein jeder geht vorüber, nur einer, der bleibt aus. Da öffnet sich die Türe, 4 Männer traten ein. Wir bringen deinen Vater, zerschlagen Kopf und Bein. Wir bringen deinen Vater, zerschlagen Kopf und Bein. Da
das Mädchen eilt zum Vater und fing zu weinen an. Jetzt hab ich keinen Vater und auch kein Mütterlein. Der Kontrast zwischen Generationen ist groß gewesen. Die A-Leute erinnern sich voller Nostalgie an ihre gute Zeit und die Jungen träumen von einer besseren Zeit an Deutschland. Hier hätte ich sowieso nichts mehr verloren. Und hier hatte ich sowieso keine Zukunft mehr, weil hier ist es ziemlich schwer in allen Dingen. Und da habe ich mir halt gedacht, ich fahre halt auch weg, weil ohne Jugend hier ist sowieso nichts mehr los. Und die Jugend hat halt, was soll ich noch sagen, hier hat man ja auch sowieso keine Zukunft mehr als Sachsen, weil in Rumänien ist halt so, dann mit den anderen Jugendlichen, wo rumänisch sind und so, die versteht man sich auch nicht so ganz gut. Und dort hat man halt andere Zukunft, man kann sich was aufbauen und man kann sich mehr als leisten wie hier. Ist schon Erleichterung, wenn man da ist. Viel Dörfer erstiert als Siebenbürg nur nach Lützeburg nehmen, wie Stolzeburg, Neidorf, Kirchbürg oder Waldorf. Besonders interessant sind die Sachsen hier befestigten Kirchen, die am Lauf vom 15. Jahrhundert gebaut wurden, für sich führenden Türken und für ihre Vagabunden zu schützen. Obwohl die UNESCO schon 250 der sogenannten Wehrkirchen an die Lust vom Weltkulturerben abgelöst, sind der Haut eng solchen kurz vor dem Verfall an eng Hülf als weit und breit nicht ersicht. Wir sind eine deutsche Familie da, wir wohnen zusammen mit unseren Kindern und wir treuen die Kirche und diese Burg. Wir erhalten da einen Lohn um diese Arbeit. Nicht zu groß, aber es geht doch, denn wir halten noch Tiere. Es wäre besser, man soll hier weiterarbeiten und es würde vielleicht in der Zukunft besser gehen. Der Sachsen, der lo wirklich nur kommen von Lützebäuer, die am Jahr 1141 an Transsilvanien ausgewandert sind. Dieser Frage geht den Henri Fischbach aus seinem Kommentar nur. Kommen Siebenbürger Sachsen, der ja verschiedene Fachbücher auch nach Rumänien-Deutscher genannt gehen, ursprünglich von Lützeburg. Zu dieser Konklusion könnt ihr am Reportage über Siebenbürger Sachsen auf APR-TV kommen, mit vier und allem, wenn ihr einen sprachlichen Vergleich zwischen dem Lützebäuerschen und dem Siebenbürger Sächsisch mischt. Das sogenannte urheimische Thes geht wissenschaftlich allerdings schon längst wieder los, weil sie lebt noch an der Erinnerungskultur und an der Kap von verschiedenen selber ernannten rumänischen Spezialisten hier am Land weiter. Ein, den sich kritisch und für allem wissenschaftlich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, ist der Soziologe und früheren Unis-Professor Ferno Fehlen. An der Forschungsarbeit Luxemburg und Siebenbürgen, der in 2007 für die Uni Lützeburg publiziert wird, schreibt hier, dass die These von Lützeburg als urheimisch von den Siebenbürger Sachsen nicht auf historische Quellen basiert, sondern auf der Supposition von einer Spruchverwandtschaft zwischen dem Siebenbürgischen und der muselfränkischen Mundart. Diese sprachliche Ähnlichkeit wurde 1768 vom Jesuit François Xavier de Feller festgestellt, der nur einen Reis an den Norden von Siebenbürgen aus seinem Reisbericht geschrieben hat, «Leur langue propre et l'allemand du Luxembourg».
Der Lützebäuer Sprachwissenschaftler Rudolf Palgen, der 1924 an der rumänischen Stadt Sibiu, auf Deutsch Hermannstadt, invitiert gouf, sieht ganz klar, dass es wohl eine sprachliche Verwandtschaft, aber einfach keine seelische Verwandtschaft gibt. Geschichtswissenschaft sieht, dass Kolonisten im 12. Jahrhundert aus allen Gebieten vom demolischen Deutschen Reich ausgewandert sind, unterschiedlich regional an ethnische Originen hatten, an Recht an Transsilvanien zu einer Gruppe mit einem eigenen Identitätsbewusstsein, mit deutscher Sprache und Kultur zusammengewusst sind. Es heißt, dass 12 von den Ursiedlern ganz klein war, vielleicht 520 Familien, also rund 2600 Personen. Vielleicht wie unter den 520 Familien auch die ein oder andere Familie für Lützburg dabei gewischt, mit das wie an den Erf von der modernen Historiografie unwesentlich. Übrigens sind Siebenbürger Sachsen sich selber auch nie als Lützburger, mehr immer als Deutscher betrüscht. Das erklärt dann auch vielleicht, wie weit Vierfahrer von den Siebenbürger Sachsen während dem Zweiten Weltkrieg massiv mit den Nazis kollaboriert tun und aufwärts nur 1945 rund 80.000 Rumänien-Deutscher, darunter rund 30.000 Siebenbürger Sachsen, unter dem Stalin am Makar von Winston Churchill ein russisches Arbeitslager deportiert gaufen, wo sie bis zu 5 Jahre lang unter ganz schwierigen Konditionen müssen schaffen. Es ist aber ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass Sachsen von heute nicht für die Fehlverhalten von ihren Vierfahrern verantwortlich sind. Übrigens gab es vor kurzem ein ganz interessantes Buch über dieses Sujet vom Lützburger Fotograf Marc Schröder publiziert. Ein weiterer Beweis, dass Siebenbürger Sachsen sich als Deutscher betrüchten, ist die Tatsache, dass hinter dem Zweiten Weltkrieg über 200.000 Siebenbürger Sachsen in Deutschland ausgewandert sind. Aktuell werden nach höchstens 8.000 Sachsen in Rumänien leben. Übrigens heißt es auf verschiedenen Quellen, und der gute Schreiber von diesen Zeilen auch von Leid in Rumänien konfirmiert, dass der Diktator Ceausescu 4.000 Euro von Deutschland für alle Siebenbürger Sachsen kriegt, den an das gelobte Deutschland auswandern wollte. Grotesk klingt von dem bekannten Spruch, wir wollen bleiben, was wir sind, den an einer kleinen Gas nicht weit vom Verschmacht angemauert das zitiert wird, für die Ähnlichkeit mit dem Siebenbürger Sächsisch hinzuweisen. Wenn ihr den Spruch hier am Land an den richtigen geschichtlichen Kontext setzt, dann heißt es ja, man will bleiben, was man sind, man will ja keine Preise gehen. Also klar ein Aufso in Deutschland, für das wir als eigene Identität haben und auch wollen behalten. Der Siebenbürger Lied, der sogenannten Sachsenschuhe, fängt wohl selbst an, wir wollen bleiben, was wir sind. Allerdings heißt es dann mit weit am Lied, als Herz, als Deutsch, als Gott, als Deutsch. Oder auf gut Lützburgisch, als Herz, als Deutsch, als Gott, als Deutsch. Dass Lützburgische Politiker und sogar als Grand Duc und die Mythos von Lützburg als Urheimisch von den Siebenbürger Sachsen geklebt haben, beweisen eine andere Trede von der demolischen Staatssekretärin Octavie Modert. Ein starkes Stück ist allerdings, dass die Brüderschaft mit den Siebenbürger Sachsen so weit gegangen ist, dass am Stadtzentrum von Sibiu, von Hermannstadt in Rumänien, mit 600.000 Euro Lützburger Steuergelder auf Initiative von einem früheren Responsable vom Service des Cité Monument ein Siebenbürger Stadthaus renoviert gauf, an dem Forschungsarbeit über die Spruchverwandtschaft zwischen dem Sächsischen und dem Lützburgischen Gemach sollte gehen. Es heißt, da sollten Spruchforscher als Studenten ebergeiert gehen und das Archiv vom Siebenbürgisch-Sächsische Wörterbuch sollte unterbrüst gehen. Wenn ihr allerdings Recherchen über Casa Luxemburg-Sibiu möcht, dann könnt ihr auf den Internetseite von booking.com und dann kann ihr für 70 Euro ein Zimmer am herrlichen Stadtzentrum von Sibiu reservieren. Es darf bezweifelt gehen, dass an der Casa Luxemburg je ein Kreier Forschungsarbeit gemacht gauf und dass je ein Kreier Spruchforscher als Studenten do ebergeiert gaufen. Es muss ihn zu Recht kritisieren, dass Lützburg nicht do als für Otreller Rumänien zu finanzieren. Es heißt, wie so dax, affaire à suivre. Auch diese Woche hat unser Ökospezialist John Weber eine Reportage realisiert, wo eine Frage stellt. Was ist ein Busch? Lo am Frühjahr, an den naturbelassenen Büschern, oft ein Bild um Bespurten,
voller Blähen. Schon frei weisen sich Eichpflanzen, wie die göftigen Seidelbast, die mit seinen Klängen schön rote Blähen Eichfurven an Duft an den Busch bringt. Ganz im Boden, dimmergrün, mit manchmal engen blauen Teppich. Wie Buschpfeilerchen bieten so Pflanzen am Frühjahr ein Flottbild am Busch. Genau wie die Gelblähen vom Schäbockskraut suchen eine Reihe Pflanzen auch schon frei am Jahr für viel Biodiversität am Busch. Das Pflanzen weisen sich am Frühjahr je nach Buschtyp an Bedingungen. So auch Buschkuckucksblumen, ein Schlüsselblum, Primmelchen, reißt sich am liebsten an den naturbelassenen, wie nassen, lehmigen Büscher. Das Kuckucksblum, also wichtige Pollenspender, für viel Wildbeeren, auch Futterpflanz, für Paperlix-Raupen. All Schlüsselblumen sind noch ganz wirksam Heilpflanzen. Ob der mit rechenden Plätzen, überall ein weißer Teppich von der Abrillsblume, Büschräschen, ein Anemol. So Pflanzen sind nicht nur ein flotter Überblick, sondern ein Zeichen von einem gesunden Buschboden und drohen zu einer höheren Biodiversität am Busch bei. Wie den Heckenknöfelig, der Bärlauch, ein Pflanz, deren Blätter ihr zu blit gut schmerzt und deren Weißblähen einen imposanten Blick garantieren. Ein divers Vegetation, als nicht nur am Frühjahr an einem Busch wichtig, zu einem richtigen Busch gehört ein Boden, ein Krautschicht, von Frühjahr über den Sommer bis herrscht. Nimmen so kann sich hier ein vielfältiger Lebensraum entwickeln. Haut, wie noch bei Eis zu Lützeburg, so naturbelose Büsche, oft durch diverse Bauprojekte zerstört. Büsche, die dann, wie das Gesetz vorschreibt, kompensiert müssen gehen. Kompensiert bedeutet, auf anderen Plätzen die neue Bäume angepflanzt, die durch Gott behebt oder versichert, es darf für die Natur kein Schritt gehen. Nur in gewisser Zeit wird alles im Gring erscheinen, ein Bäume könnte im Groß gehen als eine weit verbreitete Meinung. Verschiedene Naturschutzorganisationen haben kürzlich auf eine Buschbesichtigung zu Kompensationen, die an den Essen zwischen Zolver und Eidering für den Bau von der Kollektrice des Süd gemacht sie gehen. Durch stehen Lobem, die für über 30 Jahre als Kompensationsmaßnahme angepflanzt sie gehen, als das schon ein Busch. Was ist eigentlich ein Busch? Kann ein Busch einfach so anpflanzen, wenn ich der Biologe und Busch-Expert Roger Schalz vom Mouvement Ecologique gefragt. Ja, heute kann ein Bäume pflanzen, bis der Busch geht. Bei ganz langer Zeit. Der Busch eigentlich charakterisiert sich dadurch, dass eben die Lebewesen, die da sind, dass sie von einem Beam ganz alt können gehen und dass sie eben entsprechend reich mit 150 bis 200 Jahren eigentlich sich den typischen Buschklima, die typischen Buschkonditionen können abbauen. Und können immer auch nach Jahrzehnten nur eine Pflanze immer gesehen, dass das eigentlich noch kein richtig gut funktionierendes Ökosystem, weil alle Götter, vor allem die Bodenkreider, die typisch sind für bestimmte Buschklima, fehlen. Die fehlen während Jahrzehnten für Wert, weil die Buschkreider, die wissen an den Bedingungen, die machen, das ist für die Wesen ein Gebüsch, als es am Sommer schiert, feucht, oder ein bisschen mit Kill, aber für allem ist eigentlich kein Wald. Das heißt, die Bodenkreider, wenn die gefriest werden, das werden sie normalerweise ganz frei am Frühjahr schon, sogar am typischen Frühjahr, die bewusst da können sich entwickeln, wenn so die Bodenkreider, das heißt, ihr Bäume ins Leben kommen, nur die sind, normalerweise sind die auch Blähen, und die sind also Bestäubung durch Insekten aufgewiesen. Weil eben nicht so die Wand, warum immer da fehlt. Aber besonders fehlt die Wand am Sommer,
wenn die Früchten zeitig sind, und, die kann ich auch nicht an Wand verbreiten. Die stehe ich zu sehen, wo wir wissen, dass eine Bäuerchen die Früchte macht schlafen. Das ist zum Beispiel, dass in den Früchten so kleine Leckerli drüssig für Jungen sind, und die wollen dann die Früchten matt und schlafen sie auf einer Platz. Also könntet am Busch auch auf dem Kleindeieren Insekten wie Jesu müssen un. Distribution von den Früchten von den typischen Buschkreider ist hauptsächlich auf Lebewesen nur gewesen, als sind dann von allem die Jomissen, die die Früchten über Matsch schläfen. Die Jomissen haben nur neben kleinen Beinen, laufen nicht ganz weit, das heißt, bis die Jomissen an denen neu gepflanzten Büsche ankommen, vergeht oft immens lange Zeit. Wie lange dauert es dann, bis überhaupt so ein gepflanzten Beam so etwas wie ein Busch kann entstehen? Bis sich die richtige Flora erfindet, die ein Busch charakterisiert, weil ich so eine Old Growth Forest, das ist richtig typisch wäre, vergeht normalerweise zwischen 150 und 250 Jahren. Für drin, also eben eine Plantation, die vielleicht mehr oder weniger standortgerecht ist. Für den heutigen Fall ist es ganz standortgerecht, das ist gut gemacht. Aber es fehlen alle gute Begleitarten. Und von allem fehlt, weil die Bäume noch jung sind, alle guten die Nischen, die sich durch den Bäumen entwickeln. Durch den Baum aufstift, dass ein Ast ausfällt, faul, dass ein Spiecht, ein Lachtraum wollt. Nun, da kommen dann allmählich andere Lebewesen ran. Und die machen eigentlich zusammen mit all den anderen das Ökosystem Busch aus. Und das ist kurzfristig nicht zu kriegen. Kann die Natur oder Biodiversität kaufen, die suchen nur, für Natur zu kompensieren? Wie ihr seht, lässt sich nicht kaufen, Biodiversität entwickelt sich, und Biodiversität geht allerdings ganz eher zerstört, und Biodiversität, das Verlust der Fluss aller Guten, das ist eine Katastrophe. Dass ein Mann, das was Biodiversität mit den Büschen sind, als einzig alliierten Mannboden natürlich auch, für geht die Nefastfolge vom Klimawandel 40 Euro. Von denen, die lässt alarmierend, erschockend Nachrichten über das Klimakrise hört, wo Experten vehement fordern, an den nächsten 2 Jahren radikale Maßnahmen zu holen, auch wenn die Büsche angeht. Es ist also keine gute Idee, lo nach Büsche wegzumachen, die eventuell dann noch 150 Jahre funktionieren. Dazu haben wir keine 150 Jahre mehr Zeit, da muss man relativ sehr schaffen, und dafür geht es darum, für die bestehenden Büsche, die wir nachholen, zu schützen und nicht irgendwelche kurzfristigen Infrastrukturprojekte zu erfüllen. Das war es für diese Woche. Ein neues Rendezvous haut an 8 Tage mit einer neuen Emission Apart Spezial. Wenn ihr eine Sendung verpasst habt, könnt ihr das auf aparttv.lu oder auf dem Apart TV YouTube-Kanal in der Apart Spezial gucken und lauschen.